Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem The D-Spiral. Tridashi ist wieder da mit dem zweiten Teil von Friendship is Musical Video Game Music. Nachdem ich ja beim letzten Mal endlich das geschafft hatte, mal über die 50%-Marke zu kommen, was ja wirklich bei mir nicht häufig vorkommt bei diesen Gaming-Soundtracks oder beziehungsweise Musiken überhaupt, weil ich zwar immer weiß so ungefähr, was ist das da und aber es dann nicht beim Namen benennen kann und das ist ja, sage ich mal, immer das Problem, was mir dann am Ende die 50% vermasselt. Ich rechne ehrlich gesagt auch nicht wirklich damit, dass ich jetzt hier eine ähnlich gute Quote aufstellen kann, es sei denn, es sind wirklich Gaming-Soundtracks zu spielen, die ich komplett kenne, aber das glaube ich nicht. Die Gaming-Industrie ist so unfassbar groß und mit Gaming-Soundtracks, muss ich ehrlich zugeben, kenne ich mich halt doch noch ein bisschen weniger aus. Deswegen hat es mich auch so überrascht damals, dass ich bei dem einen Video wirklich ausgerechnet da die 50% geschafft habe. Ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, was er sich diesmal hat einfallen lassen. Ist ja jetzt wirklich wieder ein bisschen lange her, was ja nicht Kritik jetzt heißen soll, sondern man freut sich ja somit auch umso mehr auf das nächste Video und so geht's mir. Ich freue mich jetzt auf das Video, hoffe, dass es wieder unterhaltsam wird und dass wieder einige schöne Musiktitel mit integriert worden sind. Ich würde sagen, wir legen los mit Friendship is Musical Video Game Music Nummer 2. So. Machen wir das Ding mal auf. So. Tridashi's Friendship is Musical, Videogame Music Nummer 2. Ich starte das Video jetzt. Portal Gate, Portal Keys, Portal Spells. Yes! Das kommt mir bekannt vor, das ist der Portal Credit Song und da das so einen gewissen Touch hat, würde ich mal sagen, das ist irgendein Radiosong? Portal Radio, irgend sowas. Vermutlich. Pinky, what are you doing here alone in the dark? I'm not alone in the dark. Habe ich schon mal gehört, kann ich aber nicht zuordnen. Au. Au, au, au. Das ist irgendwas aus Mario 64. 100 Pro. Zelda! Der Item-Soundtrack. Es könnte aus Pokémon sein. Bin mir aber nicht ganz sicher damit. Felix Wright cornered! Ja! Yes! Woohoo! Das ist geil! Tetris. Natürlich. Preferably dawn and dusk. Keine Ahnung, das kenne ich überhaupt nicht. Boah, klingt das monoton. Nein, auch da muss ich passen. Aber schön gemacht. Ach, das war's schon wieder. Schade. Aber ich glaube, es wird nicht reichen für die 50%, denn es waren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf mitgezählt habe, 10 Stück. Hoppla, sollte ich mal zumachen hier. Ich glaube, es waren nur 4, die ich erkannt habe. Schade. Aber es fing gut an. Es fing wirklich gut an. Also am Anfang habe ich schon so einige mitbekommen. Also abhängig jetzt natürlich davon, ob die richtig waren, die ich da herausgefunden habe. Ja, also war halt wirklich nicht so einfach wieder. Also wie mit dem Portal bin ich mir ziemlich sicher, das ist irgendwas aus Portal, der erste,
weil das klang so ein bisschen wie der Credit-Song. Da das so einen gewissen Radio-Touch hat, denke ich mal, dass es irgendwas mit dem Radio zu tun hat. Zelda, den Item-Soundtrack, den habe ich erkannt. Natürlich die Tetris-Musik. Phoenix Wright war natürlich noch dabei. Irgendwas aus Super Mario, bin ich der Meinung. Und ich meine, das war aus Super Mario 64. Aber dann sind es ja 5. Müsste ich ja eigentlich 5 geschafft haben. Werde ich schon hinterher sehen. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich einen Cut hier machen, aber ich will jetzt gleich mal reingucken in die Clips, weil mich das jetzt ehrlich gesagt in den Fingern juckt. Und ich, mit Sicherheit gibt es da schon wieder auch einen Kommentar drunter, der die ganzen Dinger aufgelistet hat. Deswegen schaue ich einfach mal und scroll mal hier so ein bisschen. Ja, hier haben wir doch schon einen. Wunderbar. Ah ja, okay. Nummer 1, Portal Radio hatte ich an. Also ich habe mir schon gedacht, dass es irgend sowas sein muss. Aber dass es halt wirklich nur Portal Radio heißt. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber nehme ich mit. Nummer 1. Five Nights at Freddy's, Freddy's Theme. Ja, den habe ich schon mal gehört, aber hätte ich beim Namen nicht nennen können. Also 1:1. Super Mario 64, tatsächlich! Looping Steps! Also tatsächlich Super Mario 64, habe ich mich doch nicht verhört. Wow! Nummer 2, also. Dann auf 4, It's the Big Ol' Sword Theme. Da ist ein Fragezeichen hinter, keine Ahnung, was das ist. Müsste ich vielleicht nochmal im Nachhinein gucken. Das wäre 2:2. Zelda-Theme, ja, das ist wie gesagt der Item-Theme, wenn man ein Item aufsammelt, Nummer 3. Pursuit Cornered, Nummer 4, Ace Attorney, natürlich Phoenix Wright, erkannt. Tetris, habe ich erkannt. Ey, das ist ein Unentschieden auf jeden Fall schon, geil. Dusk Till Dawn. Also da kenne ich nur, ich kenne nur einen Film, der so heißt, aber ein Spiel kenne ich nicht. Das sind 3:5. Baldi's Basics Main Theme. Sagt mir gar nichts. Nummer 4 und Nummer 5. Nummer 10 war ein Undertale Soundtrack. Ah, schade. Hätte man vielleicht drauf kommen können, aber natürlich, wenn man so wie ich mit der Undertale-Serie nach wie vor nichts am Hut hat, ist das natürlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Und somit 50-50. 5 habe ich erkannt, 5 habe ich nicht erkannt. Also, wow. Die Quote bleibt einigermaßen gut bei den Videogame-Musics. Ich kann nicht meckern über mich. Also bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass ich dann doch wirklich so viele erkannt habe. Mal schauen. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich würde mir für das nächste Friendship is Musical wieder sowas mit normalen Songs wünschen. Weil wie gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht wirklich nicht so wirken mag, aber die Videospielmusikbranche ist nicht meine Stärke eigentlich. Wobei aber eigentlich ist dieser Satz von mir selbst schon auseinandergenommen worden, weil die beiden Runden waren besser als alle anderen Runden davor. Insofern stimmt das ja dann irgendwie nicht, aber trotzdem, das ist wirklich brachialer Zufall. Wenn er natürlich irgendwann noch ein Crash Bandicoot oder ein Spyro Soundtrack auspackt, dann bin ich natürlich sofort da. Wenn ich dann den nicht erkenne, dann blamiere ich mich natürlich richtig, aber ja gut. Sollte ich jetzt nicht so groß an die Glocke hängen, wahrscheinlich, wenn passiert das dann im nächsten Friendship is Musical Ding und dann erkenne ich ihn nicht. Das wäre mega missverständlich, dann schäme ich mich im Grund und Boden. Wäre mir sehr, sehr unangenehm dann. Crash Bandicoot würde ich wahrscheinlich dann aber, also dass ich den nicht erkenne, da müsste schon viel zusammenkommen. Weil ein Crash Bandicoot war ja schon mal mit dabei bei den Friendship is Randomly Musical Dingern, den habe ich natürlich sofort erkannt. Das war der Warp Room Theme vom Crash Bandicoot 3. Und ansonsten, glaube ich, war da bisher noch keiner weiter aus dieser Rubrik vertreten. Naja, trotzdem, war wieder eine interessante Reaction und auch wieder für mich eine Erfahrung, dass ich dann doch mich unterschätze so ein bisschen oder einfach nur massives Glück habe. Könnt ihr jetzt beurteilen. Auf jeden Fall hatte ich wieder Spaß an diesem Video, ihr hoffentlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, euer The D-Spyro. Ciao.